Wir sind auf die Spur des Täters gekommen, nachdem uns der Freund der Lebensgefährtin, die in der zweiten Tat geschädigt worden ist, Lichtbilder zur Verfügung gestellt hat. Er hat am Tatort, wo er genau wusste durch seine Freundin, wo dieser ist, eine männliche Person gesehen und hat diese Person dort fotografiert. Mit diesen Bildern konnten wir weitere Ermittlungen tätigen und sind so letztlich auf die Identität der Person gekommen. Der Täter ist ein junger Mann, 31 Jahre alt, der aus dem Irak hier bei uns ist. Auffällig ist er etwa seit Dezember 2015 hier, lebt mit Familie, Frau und zwei Kindern hier. Und mehr kann ich Ihnen zu der Person leider noch nicht sagen, weil er mit uns keine Kommunikation führt. Mit den Fotos in Kombination mit der Einlassung der Geschädigten, die den Menschen als ihrer Meinung nach in dem Bereich der Zuwanderer vermutete, haben meine Kollegen die Unterkünfte aufgesucht, die Betreuungspersonen dort befragt und letztlich wurde uns dann zu einer Person oder zu diesem Bild sofort gesagt, es handelt sich dabei um die und die Person, die letztlich unser Täter war.